Also hallo zusammen, ich bin der Steffen Schwender, ich bin Landwirt und ich arbeite beim Eckhard Biederich. Ich stehe jetzt hier auf dem Tredekale-Schlag. Tredekale ist eine Kreuzung zwischen Roggen und Weizen. Und wir wollen jetzt heute N-Min-Probe nehmen, also Bodenprobe. Bei N-Min ist sehr wichtig, dass man die Erde untersucht und weiß, was drin ist. Weil zurzeit ist ja das große Thema mit Nitratbelastung. Deswegen sind wir Bauern darauf angewiesen, dass wir im Frühjahr hier rausgehen, wie ich jetzt hier stehe, und Bodenprobe nehmen. Dazu habe ich hier einen Bohrstab, den habe ich selber mal in meiner Lehrzeit selber gebastelt. Kann man heute noch nutzen. Ein Becherle und einen Schraubenzieher, um das sauber zu machen. Wir stechen jetzt hier 30 cm in die Erde ein und drehen ein bisschen und dann haben wir die Erde im Bohrstab drin und können sie hier abstreifen. Normal hat man Becherle, die man von Reihe vom Labor kriegt, die kann man dort abholen und die untersuche das dann. Also dann lege ich einfach mal los. Also jetzt stecke ich hier rein, 30 cm tief. Dann drehe ich ein paar Mal. Und dann habe ich die oberste Schicht 30 cm in meinem Bohrstab drin. Und diese Erde streife ich jetzt ab in meinen Behälter rein. Und dann habe ich meine erste Probe genommen. Normal muss man auf dem 5-Hektar-Schlag ca. 25 Einstiche vornehmen. Das heißt, zur Erläuterung, 5 Hektar sind ungefähr 7 Fußballfelder groß. Also hier habe ich einen Schlag mit ungefähr 20 Hektar. Also kann man sich so ausrechnen, wie oft ich jetzt quasi hier über den Acker laufen muss, um Bodenprobe zu nehmen. Weil man will ja ein durchschnittliches Ergebnis erzielen, um genauestmöglich die Werte von dem Acker zu erfahren. Und dadurch, durch diese Werte, ist auch noch sehr wichtig, kann ich eine Düngeempfehlung für den Stickstoffdünger berechnen. Das berechnet mir dann das Labor in Reihe. Also das war's jetzt. Heute habe ich euch gezeigt, wie man Bodenprobe zieht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es kann ja gern jeder von euch zu mir kommen, soll einfach zu mir auf mich zukommen und kann gern mal mit rausgehen. Dann kann ich das demjenigen zeigen, beziehungsweise ihr könnt es auch mal selber machen. Natürlich muss man dann halt Gummistiefel anziehen, weil das ist einfach ein Geschäft, wo man ein bisschen dreckig wird. Also jederzeit vorbeikommen ist gar kein Problem für mich. Und ihr wisst ja, dieses Jahr ist Gartenschau. Da sind meine Landwirte natürlich auch stark vertreten. Sie können jederzeit in den Stand kommen und dann können wir über jedes Thema plaudern. Sie können Fragen stellen, alles gar kein Problem. Wir wissen normal auf jede Frage eine Antwort. Und ich appelliere an euch, sei loyal, kauf regional.